Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seht mich heute mal ein bisschen kleiner, ich bin eure Lara. Und im heutigen Video wollen wir uns mal ein Game anschauen. Das war wieder eine Analyse, hatten wir lange nicht mehr gemacht. Die gibt es heute für euch. Warum? Keine Ahnung, ich hatte einfach wieder Bock. Ich habe mir irgendeine random Analyse rausgesucht, einfach komplett random. Und ich hoffe, es ist lustig, vielleicht ist es nicht so lustig. Elo ist etwa Gold, Gold 3, Gold 4, so den Dreh. Und wir wollen uns das mal anschauen und so ein bisschen analysieren. Wie spielen die Leute im Gold? Wir sind ja jetzt in der Preseason. Da testen sich ja viele auch aus, sodass das Niveau etwas schlechter sein sollte als gegen Ende der Season. Genau. Und dann fliegen wir hier über die Map immer kurz die Musik wieder an. Und dann kann es eigentlich direkt losgehen. Wir fliegen hier einmal über die ganze Map und schauen uns das Ganze so ein bisschen an. Welcome to Summoner's Rift. Das blaue Team ist scheinbar am Invaden. Die sind da hinten am Invaden, wie man sehen kann. Okay. Let's go. Die sind hier hinten am Invaden und recallen jetzt schon. Also, kleiner Invade. Und das ist jetzt ganz vorbei. Sorry, ich musste gerade kurz was einstellen. Generell Scoreboard und alles anpassen. Objective einmal wollen wir sehen. Chat interessiert keinen. Time Controls interessiert auch keinen. Und dann kann es losgehen. Und das ist mal wieder eine Analyse. Wie gesagt, die Leute sind etwa Gold. Dieser Elo. Das heißt, wir haben hier eine durchschnittliche Elo. Kurz zum Matchups. Wir können da mal so ein bisschen was erzählen. Wir haben jetzt hier Wukong gegen Kyle. Wukong sollte das ziemlich easy machen. Kyle hat sowieso kaum gute Matchups. Und dementsprechend sollte das sehr eindeutig sein. Dann als nächstes. Entschuldigung bitte. So, perfekt. Jetzt hört ihr mich auch ein bisschen lauter. Haben wir im Jungle Amumu und Mundo, beziehungsweise andersrum. Da sollte eigentlich nicht so viel. Wait! Warum ist die Botlane top? warum chillt die Botlane jetzt oben? Ich habe keine Ahnung, was die dann machen, aber ich lasse jetzt, also wir schauen uns das auf jeden Fall an. Aber was der Wukong jetzt unten macht, keine Ahnung. Vielleicht haben die sich irgendwie abgesprochen, was weiß ich. What the fuck? Also auch Jhin sollte Kylie sie alle machen. Dann in der Mitte haben wir Ahri gegen Yone. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Skill-Matchup. Yone wird auf jeden Fall im Late Game ein bisschen effektiver. Aber Ahri ist jetzt auch nicht schlecht. Die ist eigentlich sehr solide in jeder Phase des Spiels. Deswegen ist sie eigentlich auch nie wirklich so schwach. Ich bin auch gespannt, wie die Sidelaner mit ihrer der ungewöhnlichen Situation jetzt umgehen werden, eine eigenartige Lane zu spielen. Das könnte spannend werden. Ich bin mal sehr. Oh lol. Die hat leider. Oh, Leute! Okay, lol, ist das platt. Ich wollte schon sagen, wieso kommt der Torschuss nicht mehr durch? Okay, First Blood für die Ahri. Die interessanterweise mit Corrupting Potion spielt, gerade wo die neuen Items kommen. Werden wir auf die Items auch eingehen. Corrupting Potion ist jetzt nicht falsch. Ich finde dort trotzdem Dorans besser. Corrupting ist halt gut, wenn du gerne mal so All-In möchtest. Und das ist dann doch auf Ahri gar nicht mehr so bad. Okay, der Wukong kriegt erstmal in die Schnauze, direkt TP. Wukong gegen Caitlyn. Also Caitlyn ist sowieso immer eine ekelhafte Lane. Ich glaube, die Gedanke war, okay, Jhin hat so ein super starkes Early Game, dann soll er die Kai ficken und ja. Gucken wir mal. Das Problem dahinter ist, gerade Jhin ist ein sehr starker Champion und das sollte trotzdem Bot gehen. Warum? Es gibt diese sogenannte Fortification und wenn man es schafft, anständig zu pushen,
Dann kann man auf der Botlane die meiste Value rausholen. Die Fortification ist, dass Türme in den ersten 5 Minuten, die jetzt auch gleich vorbei sind, weniger Schaden kassieren. Jhin, mach doch dein Flash Auto! Bitte. Und die Recoil da. Jhin! Alter, what? Das ist Gold, okay. Du müsstest mal in die Base. Okay, oben und unten, die Fehler sind zu sehen. Auf jeder Seite jeweils einmal. Kyle ist da. Also der Jhin hat da einfach nicht den letzten Auto-Attack gemacht. Und der Dings, der Wukong, ist einfach overstayed. Also die Seite spielt gerade nicht so gut und dementsprechend führt auch die rote Seite. Was hätte man sich jetzt zurückholen können? Man hätte ein 2-2 draus machen können. Na okay. Aber an sich ist das eigentlich relativ. Also beide Teams haben eigentlich einen soliden Draft hier. Das Late Game ist. Ich bin immer noch am Überlegen. Ich würde fast sagen, das rote Team hat ein etwas besseres Late Game, aber nicht unbedingt zwingend. Das Problem ist, hier kann, also dieser Lane Swap ist eigentlich eher so ein bisschen kontraproduktiv. Okay, da ist der Flash. Jhin kann seine Stärke nicht ausspielen. Und Wukong kann seine Early Stärke, ja, die ist komplett negiert, ne? Oh, die Ahri, die macht immer ihre Combo ein wenig falsch. Und ich merke auch, das ist halt das Problem, wenn du so spielst. Die Ahri hat jetzt hier eine Corrupting Potion und dadurch hat sie nicht den Mana-Rack vom Dorans Ring und das ist ein Problem für sie. Ja. Und man merkt, sie ist die ganze Zeit oben, also out of Mana. Doch kein TP, um das irgendwie auszugleichen oder so. Spielt jetzt sie mit Ignite, hat ja auch First Blood dadurch bekommen. Aber okay. Der Wukong spielt hier mit Corrupting Potion, was auch ein Fehler ist, wenn man so eine dumme Lane. Okay, der Jhin kann nicht auto-attacken, weil er nachladen muss. So. Also, gucken wir uns nochmal die Start-Items an. Also, wir haben hier einen Amumu mit Ember Knife. Meiner Meinung nach macht das nicht so viel Sinn. Da ist, glaube ich. Okay. Ahri. Ahri hatte noch. Hat die noch einmal geultet? Das wollen wir noch mal sehen. Jump 1. Jump 2. Jump 3. Nee, okay. Alles klar, aber die Jumps hätte man durchaus sinnvoller einsetzen können. Okay, never mind. Also Corrupting Potion ist auch auf Wukong falsch, weil er da viel runter sich runterpoken lassen wird. Das ist eine ekelhafte Poke Lane. Und da ist Dorans Dings auf jeden Fall besser. Dorans Schild allerdings hätte dann auch in seinen Runen was ändern müssen. Das wollte er vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir können kurz drüber schauen. Okay. Die Kyle hat so gut gestartet. Die Kyle spielt hier jetzt einmal Press the Attack, was jetzt nicht die schlechteste Rune ist, ist okay. Im ersten Sustain nehmen viele gerne Fleet mit. Mundo spielt auch mit Fleet, was okay ist auf Mundo. Ist eine solide Rune. Also an den Runen gibt es erstmal nicht so viel auszusetzen. Amumu mit Conqueror. Aftershock ist ein bisschen prominenter, aber Dings geht auf jeden Fall auch. Caitlyn. Miss Caitlyn ist läuft down on Tower. Wenn wir uns hier die Runen anschauen. Die Ahri startet mit, also wie gesagt, Corrupting Potion, du hast Mana-Probleme. Startet mit interessanten Runen, die auch von den meisten so gespielt werden. Aber erstens Mana Flow Band, ja gut, das bringt dir dann auch nichts mehr. Wenn du schon Mana-Probleme hast, dann nimm einfach Dorans Ring mit. Mana ist halt sehr wichtig. Ich weiß, du willst auf Damage gehen, aber ehrlich gesagt. Sogar Dorans Ring bringt dir einfach sogar mehr AP, so, keine Ahnung. Das ist wirklich nicht gut. Warum geht das immer weg?
Ansonsten will man lieber Ravenous Hunter. Aber man kann auch mit Ultimate Hunter spielen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Es ist ziemlich cool, so auf die Ulti zu haben. Da kann man wirklich, wirklich deutlich besser Split pushen, aber dann nimm wenigstens Teleport mit, so. Wenn es dir um Split Push geht. Jetzt haben sie sich entschieden, okay, der Lane Swap war extrem kacke. Lass mal wieder zurücktauschen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich drück kurz mal Pause. Wir wollen uns das mal anschauen. Gold Advantage technisch. Nur die Bot Lane. Haben wir hier, auf der Seite haben wir 6, 6, 7, 8,7 Gold. Hier haben wir 6,1, 8,3. Also, der Lane Swap hat sich überhaupt gar nicht bewährt. Das liegt einfach daran, weil die sich einfach Platten gegönnt haben. Und auch wenn die Yuumi die Kills hat, lol, die Yuumi hat mehr Gold als der Jhin. Aber selbst auch wenn die mehr Kills haben, nämlich genau einen mehr, hat sich's einfach nicht gelohnt. Und man hat fast den First Tower abgegeben, wenn man diesen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, yo, lass zurücktauschen, die haben gleich First Tower. Und die Keil steht 003. Ist sie aus der ganzen Geschichte rausgekommen. Also, ja. Letztendlich ist die Kayle steht besser da als der Wukong, die Caitlyn steht besser da als der Jhin. Die einzige, die da Value rausgekommen hat, ist die Yuumi und die können es natürlich im Late carryen. Bin ich mal gespannt. Nicht wirklich sehr gespannt. So, ansonsten, der Yone spielt jetzt hier mit Conqueror, das ist vernünftig. Oh, der trifft seine Q, der Momo. Seine Ult ist aber noch nicht ready. Okay, Ult, Amumu Ult. Okay, well played. Und damit sollte jetzt auch der erste Turm fallen. Und damit gibt es dann nochmal ein bisschen mehr Gold für das rote Team. Also Lane Swaps kann man machen, aber sie sind meist nicht mehr Würfer. Die Platten bringen halt enorm viel Gold. 160 pro Platte, das sind insgesamt 800 Gold, die man noch dazu holen kann, plus den First Tower. Und da eine Duo-Lane meist wirklich einfach mehr Schaden macht, macht es einfach mehr Sinn, die beiden da unten zu halten. Zumal der Drache in der aktuellen Meta auch wichtiger ist als der Rift Herald, vor allem Solo-Queue. Und das ist ein Solo-Queue-Game übrigens. Jetzt wurde hier der First Tower geholt. 1k Gold für das rote Team, was sogar noch überschaulich ist. So, 2 Kills pro Minute bisher. Das hält sich noch im Rahmen. Ich werde das mit den Runen noch fertig machen. Jhin geht auf Dark Harvest. Das ist jetzt der neue Dark Harvest-Build. Das ist in Ordnung. Das ist jetzt halt der Standard. Ich weiß nicht, ob Presence of. Okay, kann man durchaus gehen. Ich bin aber eher ein Fan von Coup. Dann einfach besser lernen, mit Mana umzugehen, whatever. Ansonsten sieht das mir nach einer sehr guten Runenseite aus. Die Caitlyn hat auch eine Standard-Runenseite. Die Relentless Hunter ist meiner Meinung nach zwar eher fragwürdig. Da nimmt man doch viel lieber Absolut Fokus, was wirklich viel. Okay, da hat man es falsch getimt. Erst sollte die Yuumi ihre Q hitten und dann der Jhin. Der Jhin kommt jetzt hier noch mit Curtain Call. Das bringt hier nichts in dem Fall. Okay. Weiter, kommen. Okay, jetzt bleibt der Yone aus irgendwelchen Gründen noch da. Die Caitlyn kriegt den Kill. Der Jhin kriegt den Kill. Entschuldigung, bitte. So. Jetzt geht es Aram los. Die haben sich jetzt gesagt, und das finde ich gut, die haben gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Mitte. Das Problem ist, Ahri hat genug Wave Clear, um den Tower zu halten. Am besten swappt man mit der Top, auch wenn das komisch klingt. Jhin hat jetzt nicht die. Man kann übrigens auch Jhin hier alleine lassen, weil übrigens der nächste Drache kommt erst in 3 Minuten. Und mir fällt auf der Top-Lane passiert kaum was. Wir waren heute kaum auf der Top. Wir waren eher auf den Side-Lanes, so. Also ich kann nur sagen, es würde sich mal lohnen, sich das mal anzuschauen.
Es lohnt sich halt einfach nicht so, was man da so macht. Also schaut euch das genauer an. Die Yumi hat, also die beiden Supporter starten standardmäßig mit den richtigen Items. Das ist sehr gut. So, gucken wir uns mal an, wie es jetzt aussieht. Okay, Amumu rennt da erstmal in drei Leute rein. Das ist natürlich sehr kritisch, aber wir haben noch. Wish ist noch am Start. Amumu versucht da rauszukommen. Die Soraka ist am Start. Amumu kann reingehen, denn wir haben hier eine Soraka. Aber jetzt ist Amumu tot, das heißt. Das heißt nichts. Okay, die nimmt da noch unnötig viel Schaden mit. Du musst da dringend ra. Okay, die ist auf jeden Fall. RIP, oh, dass sie da noch flasht, das ist sehr interessant. Die Ahri pusht meanwhile Mitte und lol. Die Yuumi hat 4 Kills, let's go. Sie holt sich ihr Stuff of the Flowing Water, was okay ist. Ich frage mich zwar wieso, aber kann man durchaus machen. Die Sache ist, meiner Meinung nach bringt das nicht so viel. Die denkt sich bestimmt, ja, Stuff of Flowing Water ist bestimmt geil. Weil das gibt mir und meinem Verbündeten AP. So. Anstatt On-Hit-Schaden. Ist ja auch irgendwie interessant. Meanwhile wird Sotia hier auch mal auf der Top-Lane gefightet. Dass wir das auch mal sehen. Ist halt eine pure Farm-Lane. Oh, die Kai kriegt sogar. Okay, wenn Kai jetzt schon stärker ist. Ja, der Wukong ist komplett. Haben sie ihn komplett aus dem Leben genommen. Okay, warum auch immer er im Tower stehen bleibt. Aber er denkt sich so, Stuff of Flowing Water, okay, mein ADC profitiert nicht so von Attack Speed, weil Jhin nun mal nicht so viel Attack Speed hat. Er wandelt es zwar in AD um, aber es ist nicht goldeffizient natürlich, weil das wäre OP. Und deswegen gehe ich Stuff of Flowing Water, weil er nicht so hart von Attack Speed profitiert. Aber die Sache ist, es verstärkt nicht Spells, sondern. Es gibt AP und Jhin skaliert zwar auf AP mit seinen Lotus Traps, aber das ist nicht worth. Es ist ein witziger Trollbild, aber nein, Jhin würdest du nie auf AP spielen, weil es Quatsch ist. Also dieses Item bringt wirklich nur was für Ahri, ehrlich gesagt. Alle anderen Champions profitieren null von diesem Item. Da kommt jetzt der Herald aus der Base. Ich weiß nicht, wer den gespawnt hat und warum auch immer man ihn dort spawnen muss. Ich habe das nie kapiert, warum die Leute sowas machen. Meanwhile in der Mitte, der Tower könnte fallen. Aber wir haben jetzt hier Action. Der Yone, der steht mittlerweile auch 2-6. Als klassischer Yasuo, so. Und Yone, die hinten immer. So, der Tower wurde sogar in der Mitte defended. Und jetzt geht es hier um den Drake rum. Okay, jetzt macht das blaue Team, fängt den Drake an. Aber das rote Team will hier auch noch ein Wörtchen mitreden. Jetzt wird auf den Jhin engaged. Der Amumu Ult ist raus. Der Jhin ist schon mal down. Mundo, das Ulti ist auch aktiv. Aber das Team so. Okay, gut. Die Kayle kriegt den Shutdown, denn die Kayle hat jetzt sich Gold gesammelt. Da ist jetzt der Wukong. Und die müssen den Drake scheinbar abgeben. Ja, feels really bad. Also das rote Team hat meiner Meinung nach das bessere Scaling. Die einzige, die wirklich gut dabei ist, die Ahri. Und die Dings ist auch noch gut dabei, die Yuumi. Aber man muss sagen, das blaue Team führt nach Gold. Das müssen wir mit dazu sagen. Ich weiß auch gerade gar nicht wieso. So, wir sind jetzt so langsam bei Minute 18 angekommen. Bei Minute 20 würde ich gerne mal auf den Farm gucken. Man sollte nämlich bei Minute 20 im Idealfall kann man zwar auch 200 Farm haben, das schafft man im Solo-Queue aber eh nie. Realistischer sind schon so 150. Die Ahri, sie überlebt,
Sie hat doch ihren Charme. Ich wollte schon sagen, nutzt doch deinen Charme. Und er hat sie jetzt vergessen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Curtain Call wird geöffnet. Oh, Ari hat's verkackt. Okay, das war Int von der Ari. Jetzt gehen, versuchen sie die Keil nochmal zu hauen, aber okay. Jins Weg geht da leider nicht durch. Und jetzt wird hier der nächste Tower gesiegt. Also das ist eigentlich auch das, was das Team sucht. Die könnten, die sollten hier für die Teamfights gehen. Machen die gut, die haben ein gutes Teamfighting. Aber Amumu hat auch ein gutes Teamfighting. Amumu mit der Ult. Amumu wird jetzt aber sterben. Und damit ist es 1 für 0. Der ist ja Dieb gewesen und dann... Es kam nicht das wirklich das Follow-up. Also es kam gar kein Follow-up, so, um das mal so zusammenzufassen. Absolut insane. Okay, Ari dodgt das mit ihrer Ultimate. Mit Spirit Rush. Ist man da easy weggekommen? Okay, weiter geht's. Wir kommen jetzt zu Minute 20 gleich. Das ist dieser Zeitpunkt. Das ist dieser Zeitpunkt, an dem man 150 Farm haben sollte. Ich bekomme immer irgendwelche komischen Benachrichtigungen. Ich klicke das mal kurz weg. So. 150 Farben und wir sehen, ja, das ist so das, was man im Idealfall haben sollte. Und ja, das hat nur die Caitlyn. Nur die Caitlyn hat diesen Farm, den man gerne hätte. Gerade in Gold wäre das dann doch ein Farm, den man wirklich gerne haben sollte im Durchschnitt. Im Jungle ist es okay, wenn man da ein bisschen weniger hat. Und da kann er auch sagen, Mundo, okay, das zählt auch noch. Aber ansonsten heißt Farm, Farm, Farm üben. Gerade in diesem Game, wo jetzt nicht, es ist jetzt nicht die krasseste Fiesta, aber es ist, passiert jetzt auch nicht so wenig. Man sollte besser farmen. Das kann sich vielleicht jeder hinter die Ohren schreiben. Wir haben jetzt hier ein leicht unterdurchschnittliches Game, was die Action angeht, und da will man doch schon diesen Farm schaffen. Wenn ich sage, okay, jetzt sind doppelt so viele Kills gefallen, dann okay, oder... Es sind jetzt schon, wenn jetzt schon 50 Kills gefallen wären, dann würde ich sagen, okay, yo. Normalerweise ist so eine Spielphase, so, sind so um die 40 Kills gefallen, ja. Nur mal so, dass ihr so einen Value habt. Aber das ist nicht das Einzige, was uns interessiert, weil wir sind in der neuen Season. Oh, jetzt gibt's hier einen Gage. Jin wird da instant gefickt. Yumi kann nicht rüberdashen, doch, jetzt kann sie's. Ace in the Hole geht raus, da kommt die Ari Ult, die sollte da aber easy wegkommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wäre fast so schief gegangen. Ich wollte schon sagen, lass die Yumi da, weil... Okay, jetzt gehen sie aber auf den Wukong und der hat nicht aufgepasst. Die holt sich erstmal den Klon und vorher auch den Champion. Und es heißt, es ist jetzt Baron Time. Double Pink Ward sichern den Baron. Den Ward muss man nicht angreifen, kann man... Und jetzt gehen sie nicht für den Baron, denn Drake spawnt gleich. Und da ist dann die Soul, ist dann doch sehr valuable. Wir haben hier eine, Dings, eine Mountain Map. Und dieses Team profitiert doch stark von dieser Mountain Soul auch. So. Gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt wird hier um den Drake gefightet. Der Mundo weiß genau, was sie vorhaben. Aber er hat keinen Flash, er hat keine Blast Cone und damit ist die Mountain Soul secured für das rote Team. In dieser Elo ist es immer noch so, dass die Games oft erst enden, sobald der Elder Drake down ist. Weil, ja, und das geschieht so um die Minute 30. Früher kam der ja erst so bei Minute, frühestens bei Minute 35. Also wirklich ein Drake, den man nur sehr selten geholt hat. Und jetzt, mittlerweile ist das quasi die zentrale Win-Condition für ein Team geworden. Oft ist es so, das eine Team holt sich vier Drakes, das andere Team kriegt den Elder und gewinnt dann. So,
Goldtechnisch ist übrigens immer noch sehr ausgeglichen, trotz diesen anfänglichen Throws vom blauen Team mit diesem idiotischen Lane-Swap, der wirklich sehr kontraproduktiv war. Aber okay, wir sind jetzt gleich bei Minute 25. Da sollte jeder so im Durchschnitt zwei Items haben. Und wenn wir uns das mal anschauen, das trifft eigentlich auch für alle zu. Außer für den Amumu, außer für den Dings, den Yone und den Wukong, haben eigentlich alle zwei Items. Und die wollen wir uns dann auch einmal so ein bisschen anschauen, gerade jetzt, wo nicht so viel passiert. Jetzt dancen sie ein bisschen um den Baron rum. Yone. Okay, jetzt wird der Jhin wieder gecatcht. Der Mundo sollte dabei easy rauskommen. Ja, okay, er dodgt alles, was er dodgt. Hallo? Okay, jetzt wird der Baron angegangen. Der Jhin ist da zu viel zu deep gewesen. Und da kamen sie halt dann echt alle an. Okay, jetzt geht's hier an den Baron. Wird's der Baron Throw? Okay. Oh, das blaue Team räumt die auf. Ah, das rote Team kriegt den Drake und damit sollte Yumi auch RIP sein. Ja. Okay. Und damit ist das rote Team zurück im Game. Jetzt wollen wir uns auch einmal die Items angucken. Jeder sollte jetzt sein zweites Item haben. Wir fangen mal mit dem Wukong an. Er baut jetzt hier Revenue und Trinity Force, das ist sein Core-Bild und danach müsste er eigentlich nur noch Tanky bauen. Er baut jetzt hier Mercs, was eine gute Option ist. Die Kyle baut Riftmaker into Nashos und jetzt kommt der Rabadons. Schon Anti-Heal gekauft, perfekter Item-Bild, muss man nicht sonderlich viel sagen. Wir haben hier Berserker Greaves, die auch in Ordnung sind. Ich weiß nicht, inwiefern Sorcerer Shoes vielleicht sogar besser sind. Leute, Caitlyn. Ja, der Amumu, der versucht da noch irgendwelche Camps zu machen. Ja. Was nicht so eine gute Wahl war, aber er hat's überlebt und die haben alle überlebt. Er ist in der Hole auch nochmal rausbekommen und wir müssen uns das nächste Objective angucken. Wir gucken uns nochmal weiter die Items an. Der Mundo baut jetzt hier einen Randuins und jetzt kommt der Spirit Visage. Ich hätte da vielleicht andere Sachen gebaut, sobald die Gegner auch guten AP-Damage haben, würde ich hier nicht auf Full... Okay, er kauft sich ja jetzt Magieresistenz, aber es gibt da bessere Items. Ich weiß, dass Spectre's Core ist, aber ich sehe hier nicht den Randuins. Aber es ist schon okay. Es ist okay. Es gibt vielleicht besser. Also es geht wahrscheinlich wirklich sogar besser. Aber es gibt hier so viele gute Items. Man kann hier Randuins. Dann willst du Spectres auf Mundo sowieso gehauen. Dann willst du aber noch in Force of Nature gehen. Und du willst noch Warmogs haben. Das wären so die Items, wo ich sagen würde, die würde ich gehen. Und dann muss man halt entscheiden, wann man was kauft. Dass man hier Sunfire geht, ist okay. Der Amumu baut sein Standardbild. Er baut dann den Demonic Embrace, hat sich schon Anti-Heal geholt. Sehr schön, das baut er jetzt wahrscheinlich aus. Also kann man auch mittlerweile ausbauen, den Form Mail, das lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Kommen wir nun zur Ahri. Die Ahri baut Ludens into Morellonomicon. Ja, und das ist dann doch recht fragwürdig. Morellos? Ich glaube, da gibt es bessere Items. Da geht jetzt hier auf den Sonyas, aber... Und da wurde der Teleport abgebrochen. Ich wollte schon sagen, denn der kann doch den Teleport einfach mit der Ulti abbrechen. Oder mit einer Q, Knock-up. Amumu flankt jetzt hier. Ja, und das blaue Team wird hier einfach aufgeräumt. Die Ahri ist die einzige, die irgendwie fett ist und Schaden machen könnte. Aber sie kauft sehr fragwürdige Items. Sie muss da mehr damage-orientiert bauen.
Und das passiert in diesem Game nicht. Haben sie sich den Midlane-Inhib geholt. Wollen hier noch weiter pushen, aber der Amumu will unbedingt den Drake haben. Jetzt ziehen sie sich auch halbwegs zurück. Und jetzt geht's ja in den Drake ran. Aber ich will noch, dass wir den Items fertig kriegen. Also hier wäre Horizon Focus und Rapidons besser gewesen und dann kannst du immer noch Sonja spawnen. Gerade weil du hier den Schaden machen musst, sind das die wichtigen Items. Und dann noch ein Voidstuff. So. Okay, Jon, er versucht von außen ein bisschen Schaden zu machen, aber er ist sowieso uncontested, von daher ist das kein Problem und das Game sollte jetzt auch bald zu Ende gehen. Mundo hat jetzt seine Spirit Visage fertig. Der Jon baut sein Standardbild, das ist ein guter Bild, und jetzt baut er dann irgendwas anderes, was auch immer ihm im Sinn kommt. Ah ne, er muss noch ein Crit-Item bauen, true. Ich weiß nicht, was man da baut, wahrscheinlich einen Phantom Dance, ich habe keine Ahnung. Er ist ja jetzt auf 80% Crit gekommen und ihm fehlt jetzt halt noch ein Crit-Mantel und dann hat er seine 100% voll. Ich weiß nicht, ob man dann noch was baut. Das ist noch nicht klar. Manche haben auch angefangen, Rageblade zu bauen, aber das wurde gehotfixt. Sind wir mal sehr gespannt. Der Jhin baut hier seinen Eclipse und dann baut er weiter auf Lethality. Nach diesen zwei Lethality-Items geht man dann aber eher auf die Infinity Edge, weil Infinity Edge war schon immer ein Item, was Jhin geliebt hat und auch wenn es jetzt ein bisschen Crit weniger hat, 5% Crit und ein paar AD weniger, 10 AD weniger ist das immer noch das Stable der Crit-ADCs und du crittest halt auch. Crit ist halt so ein wichtiger State of Jhin. So, jetzt wird hier der nächste Tower gesieged, was supi ist. Die Keil hat jetzt ihr Rabadons fertig und jetzt hat auch sie Schaden. Sie ist jetzt Level 17. Der Amumu kann da free engagen, killt dann den nächsten, der Elder Drake hilft noch ordentlich mit. Jetzt ist aber der Amumu ein Problem, er stirbt. Aber es ist einfach zu heftig. Das Game sollte hier zu Ende sein. Ich will das aber noch mit den Items fertig kriegen, denn das ist mir ganz wichtig, dass wir das machen. Weil das Spiel jetzt zu endet, halten wir das Ganze mal hier an und schauen uns jetzt noch die Items an. Obwohl, das können wir immer noch machen. Die Caitlyn baut hier ein sehr fragwürdiges Item. Und zwar holt die sich hier den Kraken Slayer. Man kriegt da zwar schneller sein Damage raus und auch der Build danach ist sehr fragwürdig. Wir gehen jetzt nochmal über die Items und wollen nochmal das besprechen bezüglich der Items. Wir sehen sie auch hier nochmal. Meine Cam ist dafür leider im Weg. Aber okay. Also, wir haben hier die Caitlyn. Ah ne, der Jhin, über den haben wir geredet. Die Caitlyn hat sich Anti-Heal gekauft. Hier ist Anti-Heal Pflicht. Ist okay, dass du es nicht weiterbaust. Hat sich jetzt hier einen Kraken Slayer geholt. Und dieses Item ist nur gut, wenn du gegen mehrere Tanks kämpfst, die Armor stacken. Also mindestens zwei Armor-Items haben. Weil du dann True Damage machst. Und das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier zwar einen Full Tank, also einen Hyper Tank, wie man sagt, nämlich den Mundo, aber ansonsten ist es nicht worth, sich dieses Item zu holen. Da wäre Gale Force oder Immortal Shield Bow deutlich besser gewesen. Kommt drauf an, was man halt dann haben möchte. Ich würde hier für die Gale Force gehen, weil es gibt so ein paar Sachen, die will man dodgen. Man will den Haupt-Engage von gewissen Champions dodgen, wie zum Beispiel Wukong, wenn er reindivet. Wir wollen die Ahri-Charm dodgen und dafür ist Gale Force perfekt. Dafür ist es auch gedacht. Es ist jetzt nicht so, dass die Gegner ultimativ Burst haben, außer natürlich die Ahri. Da könnte man drüber reden und den Wukong. Wenn die fett gewesen wären, wäre man da in die Richtung gegangen. Kommt auch drauf an, wie man Gale Force mag. Dann, Collector ist okay, ist ein gutes Item. Blade of the Rune King ist garbage. Weil du hast schon Kraken Slayer und die Gegner sind nicht wirklich tanky, außer der Mundo vielleicht aber auch in beide Richtungen so ein bisschen baut. Er kauft jetzt übrigens irgendwelchen Müll, ne? Aber abgesehen davon, dass der Mundo jetzt irgendwelchen Schrott kauft, er holt sich jetzt wahrscheinlich von Mel, keine Ahnung.
Blade of the Rune King, macht dann halt nochmal ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Max-Health-Schaden und das braucht man dann halt echt nicht. Es ist komplett übertrieben, so viel zu bauen. Vor allem, dass du nicht mal wirklich davon profitierst. Wir bräuchten hier mal eine Infinity Edge ganz, ganz, ganz dringend. Wir brauchen hier dringend Damage. Und das vermisst sich in diesem Bild so ein bisschen. Wir haben zwar den Collector, aber trotzdem. Man muss sich so ein bisschen an den alten Builds orientieren. Auf Caitlyn hast du meist gebaut Stormracer into AE, into Rapid Fire, into Static Shift. Das waren deine vier Core-Items. Du hast ein Damage-Item gebaut, ein Hybrid-Item und dann zwei Attack-Speed-Item. Wir haben jetzt hier ein Attack-Speed-Item oder das ist so Hybrid-Item. Dann haben wir ein Damage-Item, okay. Dann könnte man jetzt die Rapid Fire kennen und Infinity Edge bauen. Und du baust jetzt irgendwie alles. Du baust jetzt hier einen Attack Speed Item mit Immortal Reminder, was okay ist. Aber du hast dann noch ein Attack Speed Item. Also, das hat nicht wirklich Hand und Fuß und du willst unbedingt die Infinity Edge haben, weil du hart von Crit profitierst. Kommen wir nur noch zu den Supportern und da haben wir einmal eine You and Me, die hier, wie gesagt, das Stuff of the Flowing Water, was wirklich toll ist. Also erstmal dieses Item, gut, Moonstone Renoir ist unterschätzt, aber super stark. Solltest du bauen. Aber Stuff of Flowing Water, ich habe ja schon erklärt, das gibt euch Movement Speed, glaube ich, und Ability Power, dem Verbündeten noch. Und hier profitiert keiner wirklich so von Ability Power. Ich weiß nicht, warum du das gebaut hast. Das war wirklich 2300 Gold. Du kriegst da keine Value raus, du kriegst da vielleicht 500 Gold Value raus. Aber das bringt dir gar nichts. Da würdest du aus zum Beispiel einem Arden Sensor oder einem Redemption viel mehr Value rauskriegen. Die Soraka hat sich hier für Redemption und einen Arden Sensor entschieden. Hat noch kein Mythic gebaut, was okay ist, wenn sie noch nicht genau weiß, was sie bauen möchte. Ich würde ihr aber trotzdem empfehlen, dass sie ein Mythic baut, zumindest als zweites, weil das Ding ist super stark, dieser Moonstone Renoir, gerade als erstes Item, ist das Ding absolut insane, gibt dir super Werte, weil man muss überlegen, es gibt hier AP Health, Ability Haste und Mana Rack. Und die Ability Haste ist hier, glaube ich, aus Arden, ist sie, glaube ich, verschwunden, weil das Item hat einfach zu viel. Und deswegen, Redemption ist es noch drin, aber auf Soraka willst du Early Ability Haste haben, deswegen ist so Arden früher gegangen und ein bisschen AP. Und deswegen war Arden das, was du haben willst. Und das ist jetzt halt Moonstone Renoir, ist das geilste Item so. Aber ansonsten ist der Item-Build okay. Wir sind hier für Ionian Boots of the City gegangen. Also wie gesagt, die Ionian Boots kannst du dir sparen, wenn du als First Item den Moonstone Renoir hast, weil du dann genug Ability Haste hast. Ja. Ich würde Boots of Swiftness gehen. Meine Ionian Boots of Lucidity sind aber auch nicht falsch. Aber jedes Mal, wenn ich sowas wie eine Soraka spiele, habe ich das Gefühl, ich brauche die Swiftness Boots, weil ich sonst einfach nicht mobil genug bin. Das sollte es aber auch gewesen sein. Ich hoffe mal, dieses Video war hilfreich für euch. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ich noch so eine Analyse machen soll und vor allem was für eine Analyse. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.